Der Engel der Lüfte, die Trall, wie sie hier liebevoll genannt wird, kommt aus ihrem letzten Auslandseinsatz nach Hohn zurück. Im Dezember wird das Lufttransportgeschwader 63 aufgelöst. Damit rückt das Ende der Ära Transall immer näher. Da das ja jetzt nicht unerwartet kommt und jeder sich schon darauf vorbereiten kann oder konnte, ist es halt eine Tatsache und so ein bisschen unterdrücken wir die Tränen noch, aber zum Ende des Jahres werden sie mit Sicherheit kommen. Zahlreiche Flugstunden und Einsätze im Irak, Afghanistan, Bosnien und zuletzt Mali. 11 Transals gibt es in Hohn noch, doch die Tage der legendären Transportflugzeuge sind gezählt. Zum Ende des Jahres werden es noch 7 sein. Die 4, die dann davor schon außer Dienst gestellt werden, die werden an andere Standorte geflogen, um dort als Ausstellungsstück zu verbleiben. Und was dann noch übrig bleibt und nicht einen Käufer findet, geht dann halt leider in die Verschrottung. Doch bis zum vollständigen Ruhestand der Transall dauert es eben noch bis zum Ende des Jahres. Bis dahin wird sie auch noch ihre treuen Dienste leisten. Sie steht immer noch dafür zur Verfügung, wenn irgendwo ein geschütztes Luftfahrzeug eingesetzt werden muss, zum Beispiel um VIPs in Gebiete zu fliegen, wo eine Bedrohung vorherrscht. Wir stehen weiterhin noch zur Verfügung, um gegebenenfalls deutsche Staatsbürger aus dem Ausland zu evakuieren. Sollte das nochmal notwendig sein, das letzte Mal war 2016 im Südsudan. Wir machen nach wie vor noch das Absetzen von Fallschirmspringern, relativ regelmäßig. Und wir machen tatsächlich auch noch Routine-Lufttransportaufgaben. Deutsche Soldaten nach Litauen fliegen oder wohin auch immer, nach Südfrankreich, wo auch immer halt gerade Transportbedarf für Dinge ist, ne? Paphos-Zypern. Und das wird auch bis zum Jahresende so bleiben. Das heißt, die Auftragslage für das Geschwader wird bis annähernd zum letzten Tag vorhanden sein.